Hallo und willkommen zum heutigen Mauticast. Bevor es mit dem richtig losgeht, habe ich noch ein kleines Update über gute Dinge, die passiert sind zwischen der Aufzeichnung und der Veröffentlichung. In dieser Episode sprechen wir nämlich über die 2.15.4 von Mautic. Inzwischen hat sich ergeben, dass es eine 2.16 geben wird mit einer ganzen Reihe Bugfixes, aber auch mit Support für ein neues Chrome-Feature, über das wir auch in dieser Episode sprechen. Die Veröffentlichung dieser 2.16 ist geplant für unmittelbar, also für den 30. Januar, wenn es gut läuft. Daumen hoch an den Release-Manager Dennis Armeling in den Niederlanden und an das gesamte Team. Und jetzt viel Spaß! Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel. Ja, genau. Willkommen zurück. Heute haben wir im Interview ein ganz spannendes Thema, nämlich den Mautic Marketplace, über den wir letztes Mal schon gesprochen haben. Und dazu werde ich nachher begrüßen den Jan Linhardt. Bevor wir dahin kommen, begrüße ich erstmal den Thomas. Hallo Thomas. Hi zusammen. Hey, wie geht's? Gut, selber? Ja, ja, gut, auch sehr schön. Skifahren liegt an, ich freue mich schon. Und ansonsten liegt ganz, ganz viel Mautic an, es tut sich sehr viel. Ich würde sagen, wir steigen wieder direkt ein. Es tut sich nämlich auch was in Sachen Mautic 3. Leider mehr als erhofft, das heißt, da sind noch neue Sachen dazugekommen. Die Timeline von Mautic 3, die optimistische Best-Case-Timeline, hat sich tatsächlich nicht bewahrheitet. Surprise, surprise. Das heißt, die Mautic 3 Beta ist verzögert und damit auch die Release. Das ist eine bewusste Entscheidung des Teams. Und damit die Schmerzen nicht zu groß werden, hat sich das Team auch entschieden, stattdessen sehr wahrscheinlich eine 2.15.4 herauszubringen, also ein Bugfix-Release für das Mautic 2 und sich mit der Mautic 3 halt die Zeit zu nehmen, die es braucht. Mhm. Das finde ich, wie gesagt, sehr gut. Ich habe mit dem Termin, mit dem Team sonst nicht so viele Berührungspunkte, aber ich kann das voll unterstützen. Von daher sehr schön. Ich freue mich auf die 2.15.4. Da wird eine Menge wichtiges Zeug drin sein und hoffentlich nur Positives und nichts Negatives. Gibt es denn für die Beta einen neuen Termin oder ist das erst einmal verschoben? Es gibt keinen. Ich kenne keinen, Okay. Sagen wir so. Und ich glaube, da jetzt mit Gewalt einen neuen Termin schon rauszuhauen, wozu, ich würde es auch nicht tun an deren Stelle. Ja. Gut. Es gibt, was Timeline angeht, aber was anderes, nämlich die Ruth, die ihr alle kennt, Ruth Cheesley, hat letzte Woche mal so einen Überblick gegeben, wie sie sich ihr Jahr vorstellt. Und da ist eine Menge spannendes Zeug drin. Wer will, kann sich das gerne komplett mal auf YouTube angucken. Heißt Ostern und Weihnachten? Ja, die beiden Termine sind die einzigen, die feststehen. Nee, das ist ja tatsächlich mehr so eine Vision, also und die Goals für die verschiedenen Monate im Walkthrough. Ganz spannend fand ich, dass dieses ganze große GitHub-Backlog, also die hunderte an Issues und Fixes, und so, die im GitHub schon warten und abgeholt werden möchten, dass die tatsächlich aktiv abgebaut werden sollen. Das, was Josu neulich massiv kritisiert hat, wird jetzt vom Team tatsächlich angegangen. Und zwar sukzessive, egal ob jetzt 2 oder 3, alles was fürs 2er da war, ist dann entweder sowieso gegessen oder wird auf die 3er übertragen. Und das hehre Ziel ist Mitte des Jahres, also dieses Jahres wohlgemerkt, keine von diesen alten Issues mehr über zu haben. Also alles, was da bereits an Energie drin steckt und an Lösungen und so weiter, auch gehoben zu haben und im Produkt drin zu haben. Und das wäre natürlich ganz großes Kino. Alles, was Breaking Changes angeht, geht natürlich in die 4 erst rein. Da gehen natürlich auch schon die Überlegungen los, obwohl die 3 ja noch nicht mal da ist. Aber die 4 wird dann halt direkt auf dem Fuße folgen. Und da gibt es auch sehr spannende Sachen, kann ich schon mal andeuten. Okay. Aber für die 3er und die einfach die Qualität der 3er wird das sehr, 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 sehr gut sein. Okay, ziemlich cool. Ja, das war das, was in der Mautic-Welt so vor sich geht. Und auch außerhalb der Mautic-Welt drehen sich Dinge weiter. Thomas, was hast du gefunden? Ja, und zwar gibt es für den 4.2. angekündigten Chrome-Update auf die Version 80. Und in dem Zuge gibt es einige Artikel, die zum Teil relativ reißerisch an das Thema rangehen. Und das Thema da lautet immer wieder Third-Party-Cookies und deren Handling. Und wir sind ja in folgender Situation. Wenn wir, also um mal kurz zu erklären, was ist Third-Party-Cookie?
wenn wir unser Mautica unter der gleichen Domain betreiben wie unseren Auftritt, also vielleicht sowas wie m. in unserem Fall leuchtfeuer.com und unsere echte Domäne ist leuchtfeuer.com, dann haben wir eine sogenannte Subdomain. Das bedeutet, wenn ich da irgendwo Cookies setze, auf dem einen oder auf dem anderen gehört es zu der Domain, ist also kein Third-Party-Cookie. Mhm. Und alle, die diese Situation haben, die können praktisch zum nächsten Kapitel springen. Nicht ganz, in diesem Kapitel passiert noch ein bisschen mehr. Das Problem entsteht, wenn man seine Drittapplikation und in unserem Fall vielleicht Mautic eben auf einer ganz anderen Domäne betreibt. meinmautictracking.de. Und in diesem Fall hätte ich einen sogenannten Third-Party-Cookie auf meiner eigentlichen Domäne, auf der ich tracken will. Und Chrome wird verhindern, dass dieses Tracking funktioniert. Genau. Es gibt allerdings tatsächlich die Möglichkeit, bei dieser Cookie-Information, die ich hinterlegen kann, auf dem Server noch einen Schalter zu setzen, nämlich same site gleich none. Mhm. Das muss allerdings Mautic jetzt können und da bist du ein bisschen besser im Thema. Es gibt tatsächlich dafür auch schon Pull-Request, richtig? Genau. Also das Lustige ist ja, Tracking unterbinden ist ja nicht wirklich das, was Google will. Die wollen ja eigentlich im Gegenteil Werbung verkaufen und tracken und bezahlt bekommen. Mhm. Das ist ein bisschen anders bei Firefox und Safari und die beiden setzen natürlich Google da unter Druck, auch selber was zu tun und deswegen haben die dieses Ding jetzt rausgeworfen. Also immer so mein Verständnis. Also ich stecke da auch nicht so tief drin, aber ich glaube, ich habe es verstanden. Und Google positioniert das ein bisschen mehr als Sicherheitsfeature jetzt. Es gibt nämlich bestimmte Angriffsvektoren, die dadurch halt auch bekämpft werden. Aber der Server kann jetzt halt selber entscheiden, ob er an anderen Stellen ausgeliefert wird oder nicht. Das heißt, also Mautic setzt einen Cookie und ob das aber vom Browser hinterher wieder zurückübermittelt wird, das kommt halt dann darauf an, was wirklich in der URL steht oder ob es nur irgendwie indirekt eingebunden wird. Und wenn der Server also sagt, ja, nö, alles gut, da achten wir nicht drauf, dann wird also das Third-Party-Tracking weiterhin ausgeliefert. Ja. So, das macht Mautic halt bisher nicht. Es gibt diesen Pull-Request, der wird bestimmt in der 2.15.4 auch drin sein, aber weil die vielleicht ein paar Tage länger dauert noch als der 4. Februar, würde ich sagen, wer es braucht, wer die Situation hat, dass er nicht auf einer Subdomain arbeitet, der sollte sich diesen Pull-Request mal anschauen und vielleicht mergen, soweit er das sehen kann. Und das ist tatsächlich nicht so banal mit der Subdomain. Also wir haben mal selbst die Situation, dass wir mehrere unterschiedliche Websites haben, die über das gleiche Mautic getrackt werden. Mhm. Und da können wir halt uns nur entscheiden, welche Subdomain ist es. Ne? Ist es m.a.com oder m.b.com? Ja. Und ein Tod muss ja sterben. Das heißt, wir kommen gar nicht raus aus dieser Third-Party-Situation. Richtig. Mit anderen Worten, wir müssen auch das Mautic so erweitern, dass es dieses Cookie-Attribut mitschickt und dann sollte es erstmal gehen. Aha. Tatsache ist aber auch, das wird sich weiter oder immer weiterentwickeln. Irgendwann geht Third-Party bestimmt gar nicht mehr. Dann sollte man soweit sein, dass Mautic einfach auch auf mehrere Subdomains gleichzeitig antworten kann. Denn man möchte weiterhin mehrere Quellen im gleichen Mautic vereinen. Im Moment ist es so, Mautic gehört immer zu einer Domain. Kann zwar in mehrere Websites eingebunden sein, aber das Mautic selbst hat immer eine Domain, auf der es angesprochen wird und antwortet. Und das wäre dann irgendwie auch mein Feature-Wunsch, glaube ich, für diesen Tag, dass wir multidomainfähig werden im Mautic. Ja, by the way, ich habe ja schon gesagt, Firefox und Safari haben da ein bisschen andere Intentionen als Google, gehen auch ein bisschen andere Wege für Third-Party-Tracking unterbinden. Ich habe mir eine Firefox mal angeschaut, die haben ja seit zwei Versionen, glaube ich, den Default, dass sie Social Media und Third-Party-Tracking oder Cross-Domain-Tracking oder so ausgeschaltet haben. Und trotzdem funktioniert es, soweit ich sehe, noch mit Mautic. Das liegt daran, dass sie unterscheiden zwischen Cross-Domain-Tracking und Cross-Domain-Cookies oder Third-Party-Cookies im Allgemeinen. Also sie blocken nicht Third-Party-Cookies komplett, sondern nur solche, die sie für Tracking-Cookies halten. Ich habe keine Ahnung, wie sie es machen. Ich habe es nicht rausgefunden. Mhm. Ich kann es mir aber nur so erklären, dass sie eine Liste haben und sagen, okay, Double-Click ist Tracking und Leuchtfeuer.com kennen wir nicht. Also Blacklisting praktisch, ne? Genau, ja. Mhm. Gut, aber wie gesagt, das wird sich weiterdrehen. Und by the way, wenn jemand meint, ach, wir brauchen gar keine Cookies, wir nehmen Fingerprinting,
Das ist ja auch ein nicht ganz neues Konzept. Auch das wird seit dem allerneuesten Firefox komplett geblockt, sodass also Fingerprint-Informationen gar nicht mehr rausgegeben werden. Kurze Erklärung noch dazu. Ja. Fingerprinting bedeutet, dass wenn ein Besucher auf die Webseite kommt, dann alle Informationen, die der Server darüber rausfinden kann, über diesen Client, zusammengefasst werden. Also sowas wie, was für ein Betriebssystem, was für eine Zeitzone, was für Extensions hat er installiert, was für Fonts hat er installiert, was für Sprachen, was für Bildschirmauflösung, bla 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 bla. Und all diese Informationen zusammen geben eine gewisse Eindeutigkeit, die dann fürs Tracking verwendet wird. Das hat noch nie gut funktioniert. Wird noch dazu in Zukunft geblockt, also Finger vom Fingerprinting. Finger weg vom Fingerprinting. Ja, so sieht's aus. Gut, wenn wir schon bei solchen Sachen sind, im Bereich Security, haben wir einen kleinen Tipp für euch. Das ist eine Sache, die mir bisher nie so untergekommen ist, die bei uns schon lange Best Practice ist, aber die vielleicht der Rest der Welt auch ganz interessant werden könnte. Und zwar geht es um das Thema Information Hiding. Also wenn irgendein neugieriger Mensch auf den Quellcode zum Beispiel guckt und sieht, aha, Mensch, was ist das für ein System, m.leuchtfeuer.com, und darauf zugreift, wo landet er dann? Beim Login. Typischerweise beim Login-Screen, richtig. So, wie kann ich das vermeiden? Also entweder muss ich frickeln oder aber ich kann Mautic Portmittel verwenden, um genau diesen Zugriff für mich zu redirecten. Und dazu haben wir einen kleinen Know-how-Artikel geschrieben. Das Prinzip ist ganz simpel. Ich kann bei Mautic sagen, was der Startbildschirm ist in den System Settings, bei System Configuration kann ich sagen, folgende Landingpage ist der Startbildschirm. Bei einer Mautic Landingpage wiederum kann ich mit einem Trick einen Redirect hinterlegen, nämlich ich disable die Landingpage und trage einen Redirect ein. Und dann kann ich sagen, hier, alles, jeder, der stumpf darauf zugreift, der wird einfach auf meine normale Webseite weitergeleitet und fertig. Und genauso sollte es sein. Ja, cool. Ja, wir bleiben noch ein bisschen im Land der Tipps und Knowledge-Artikel. Es gab einen neuen Blogpost von unseren Freunden bei AutoEyes. Und zwar zum Thema Skalieren von Mautic. Also es geht offensichtlich hier nur um die Leute unter uns, die Mautic selbst hosten. Für die meisten Leute wird es gar nicht spannend sein, deswegen halte ich es auch kurz. Aber für die, die selbst hosten und zwar in größeren Zugriffszahlen denken müssen, für die kommt irgendwann auch das Thema Skalierbarkeit. Also wie kann ich jetzt diese ganzen vielen Zugriffe noch handeln und zwar performant handeln? Hast du irgendeine Richtung? Was sind viele Zugriffe oder viele Impressions? Also bei unseren kleinen, also bei den mittleren Sites, die so im Bereich von 1000 Hits pro Stunde liegen oder so, die haben überhaupt gar kein Problem mit einer normalen Single-Instanz. Ja. Also im Prinzip muss man ja immer im Peak denken, ne, in der stärksten Stunde oder in der stärksten Minute oder so. Also eine Anzahl pro Tag ist eigentlich keine schlaue Aussage oder pro Monat schon gar nicht, weil es sehr stark auf die Verteilung ankommt. Da, wo es darüber hinausgeht, beobachtet man das dann sowieso irgendwann, dass die Zugriffszahlen die Zugriffszeiten schlechter werden. Dass zum Beispiel Aufbau des Dashboards langsamer wird, aber halt auch, wenn ich einen normalen Abruf mache, kommt ein Delay rein, den man nicht will. So, und dann kann man natürlich anfangen, das System zu tunen, aber irgendwann kommt man nicht drum rum, man möchte einfach in Hardware besser werden, und zwar kann man anfangen jetzt mit VM Ressourcen reinwerfen, aber irgendwann möchte man tatsächlich ein Cluster haben, egal auf was da drunter ist, ob das virtuell oder nicht ist, und in diesen Cluster dann auch Load Balancen. Genau das beschreibt dieser Blogartikel, und da haben wir es auch gleich. Im Prinzip habe ich einfach mehrere Mautic-Server. Einer davon macht die Arbeit der Cronjobs. Der kann entweder auch öffentlicher Server sein oder ein reiner Backend-Server. Andere, also einer oder mehrere, fackeln dann normale Benutzeranfragen ab, und all diese ganzen Server arbeiten natürlich auf die gleichen Daten, sprich also auf Dateien und auf Datenbankeinträge. Ich brauche also ein Shared Storage, ein NFS oder sowas, und ich brauche eine gemeinsame Datenbasis. Und der Vorschlag, der hier ist, der in einem Blogartikel auftaucht, ist eine Installation, eine sogenannte Multi-Master-Installation zu machen. Sehen wir in unserer Welt der geclusterten Systeme nicht so ganz, gerade wenn es so schreiblastig ist wie bei Mautic. Die Performance ist da eher suboptimal. Also wir setzen da eher auf einen ganz fetten Datenbank-Backend-Server, der gedoppelt ist durch bestimmte Mechanismen, DRBD.
und haben da einfach eine bessere Performance mit einer starken Einzelinstanz. Aber kann ich nicht mit Zahlen belegen. Es wäre vielleicht nur ein nettes Shootout, in welchen Situationen welches Setup besser ist. Mhm. Gut, ein anderes Thema, eine kleine Ergänzung noch. Es geht um das Thema Stickiness. Also wenn ich einen Load Balancer habe und nichts weiter tue, dann kriegt man halt Fehler, weil die Anfrage mal links, mal rechts zum Server geht und die Server durcheinander kommen. Und der klassische Weg ist, dass der Load Balancer einfach dafür sorgt, dass ein Client immer zum selben Server, also erkannt wird und dann immer zum selben Server wieder direkt wird, wenn er wiederkommt. Mhm. Und die Alternative dazu hier ist, als Alternative ist Redis benannt, also eine Art extra Cache-Ebene. Und ja, stimmt. Und noch on top davon, also ist Redis durchaus auch ein Performance-Vorteil. Also Redis machen wir auch sehr gerne und das würde ich unterschreiben. Ja, ähnliches Szenario wäre ja auch für den Hochverfügbarkeitsfall sicherlich denkbar, ne? Genau, das, was ich eben beschrieben habe, bringt uns automatisch Hochverfügbarkeit. Mhm. Wenn ich nur Hochverfügbarkeit will, ohne Skalierbarkeit, dann mache ich typischerweise entweder das Ganze auf VM-Basis hochverfügbar oder aber ich mache einen Cluster mit zwei Knoten, der im Banalfall einfach einer Active, einer Passive ist, auf Blockebene gespiegelt ist und dann ein Failover macht, wenn da einer ausfällt. Mhm, stimmt. Ja, also da gibt es verschiedene Setups. Mhm. Genau. Ja, das war jetzt doch länger als beabsichtigt. Sorry für alle, die es nicht so spannend fanden, aber für alle Techniker unter uns ist es ein sehr spannendes Thema. Gut, so, was ist in der Community so los? Eine ganze Menge. Wir haben ja schon mal ein paar Mal darüber gesprochen, dass jetzt wöchentlich oder zweiwöchentlich Meetings der diversen Teams passieren und da natürlich nicht nur geredet wird, sondern halt auch lauter Arbeitspunkte diskutiert und zwischendurch, wenn es gut läuft, auch bearbeitet werden. Und das Schöne ist, die Teams wachsen auch, es kommen neue Leute dazu, die Strukturen verbessern sich und das geht also ganz rapide voran. Unter anderem ist jetzt auch das Thema der temporären Teamleads auf der Tagesordnung. Irgendwann wird es ja richtige Wahlen geben und Ruth ist wie immer sehr, sehr sorgfältig und bereitet ein richtiges Wahlsystem dafür vor, damit die Community ihre Teamleads auch wählen kann. Okay. Was auch gerade passiert, ist, dass im kommenden Wochenende, ist das kommende? Ja, genau. In Brüssel die FOSDEM stattfindet, also eine Open-Source-Messe, wo Mautic auch präsent sein möchte. Und dass die Ruth ist auch da wieder mit dem Stand vor Ort, hat einen Vortrag und andere, zum Beispiel der Stefan hier aus Deutschland, fährt auch hin. Und Spread the Word ist das große Motto. Ja, super. Gut, so, das war schon mal eine Menge Holz. Jetzt kommen wir zu dem angekündigten Interview mit dem Jan Lenhardt. Hey John, welcome to the show. How are you doing today? Hi, okay. It's a pleasure to be here. I'm doing fine. Okay, thanks for your time. For everybody who is not familiar with your name, John Lenhardt is one of the core developers in the Mautic team. You're an Acquia employee, right? But how did you get started with Mautic and what did you do before that? I understand you were part of the Joomla community, but I have no other details. So why don't we start with that? Okay. So when it started, so at the high school, I started late HTML, CSS. Then I learned about Joomla. It was in the Netherlands, I think. And so with my knowledge of HTML and CSS, it boosted my capabilities to build dynamic websites. And that was so what I year? I played with it. Sorry, what year was that? Oh, what year? Might have been 2004 is a wild guess. Oh, wow. Okay. Yeah, sorry, go ahead. So back then it was called Mambo. Maybe that will give a better range on the date. Yeah. That was my hobby and at the university I started to
provide my services to other clients and so on. And I was studying civil engineering at Czech Technical University, and there was a small program for IT enthusiasts. So I was there, and they taught me how to write object-oriented programming in C#. So I applied that to write Joomla plugins and modules and components. Are you saying you did Joomla plugins in C#? No, in PHP. Oh, okay. I really wished to start programming earlier. It was quite late for me, but I didn't know how to start with that. I was reading some, it never get me going. So that course at the university helped me understand what programming is about, what are the basics. So I applied that knowledge to PHP and did some work for my customers. And I also used Joomla to develop my thesis project. And one of the PhD students on the faculty had a software company that specializes on creating web pages in Joomla. So basically, he hired me directly when I finished the school, and from there, like 3 years later, the Czech company decided to organize the first Joomla Day in Prague conference, and we asked several Joomla community people to come to the event and speak. Mm-hmm. One of them was DB Harley. So I had, I think I had two talks at that event, and DB was sitting there listening. It was in Czech, I think, but he was somehow. Well, I was talking about code, so it's not that difficult to understand the slides. And so then we talked after the event, got me a job right away. So, but it was too good to be true. So I was like, hang on, I will work for you for several months on the weekends, just to ensure that you are no scammer. So I did, and then. That's funny. And it somehow, went into a full-time job. And that's 2015, right? That's 2014. Oh, early days. Okay, and what is your role in the Mautic project or in Mautic in general today? So I work on Mautic mostly in Acquia. So we have a fork of Mautic. And most of what we develop in our fork, we push to the community repository. Well, all of it that touches the core community code. Yeah. Mm-hmm. And you're also active in the community, right? Yes. I'm more active than others, I think. It's kind of my hobby to help the community. Yeah. And that's very obvious and highly appreciated across the community. Just curious, you are located in the Czech Republic most of the days, right? So how do you organize yourselves in this multinational team of Acquia? Yeah, so now we have a team of five people here in Prague. Ah. We have an office here. So we meet every day here, but the rest of our team is in Boston. Mm-hmm. So basically, the mornings are very calm and we can get stuff done. And afternoon, when the US wakes up, we have meetings and. Of course. But you are a Scrum team of your own, or is it a split Scrum team? I recently. Got the role of Scrum Master. Mm-hmm. So I'm kind of in the learning mode and trying things
on our team. Wow. Testing what works and what doesn't. Cool. Very good. Okay. Let's move to Mautic itself. And then move on to the marketplace, which I wanted to talk to you, in the first place. But in general, when you look at the situation of Mautic and the market and the legislation, etc., what are Mautic's biggest strengths and potentials as of today? And where do you see it going? Well, yeah, Mautic's strengths, I mean, the uniqueness of Mautic as a marketing automation platform is that it's open source and open in general for data as well. So when you use some competitor service, you basically are dependent on them. So if you use some, for example, proprietary CRM or CRM they do not support, then you cannot do anything about it. With Mautic, you can look at what already community did for that, and if there is nothing, you can develop it yourself or pay somebody to do it for you. Exactly. Like, I mean, that's the greatest strength of Mautic. Yeah, I think I agree. The openness and the potential to do more about data protection, etc., have it under your own control and everything. Okay, let's talk about the marketplace. You had an initiative like 4 or 5 weeks ago, and you not only said, hey, let's do something like that, but you actually published a piece of code and analysis of what you learned from it and all that. And you had a discussion going on in the forum, which you spawned, about thoughts of what you did and the things that other did. And there has actually been some good follow-up. And it sounds like others already thought about the same thing and were able to contribute things. And so the thing was started that everybody is desperate for. And basically it's two things. One is a more advanced install process for Mautic itself, but also for the plugins. Technically, proper use of Composer install, etc. And on the other hand, an actual marketplace, a place, a UI where people can discover the growing number of additional features and download or install or whatever, find the documentation, and also where developers can publish their stuff at a central place. Eventually even get paid for it or offer training or what have you. Let's start with the latter, with the UI part. Do you have a specific or maybe an abstract vision for that? And did you receive any feedback on the UI level, on the actual marketplace? What's your thoughts on that? Yeah, so I have a work in progress pull request against the community repository, so anyone can follow my steps and test it as I move on. But yes, there is a UI. It's basically using packages.org as a repository where the plugins are hosted. Mm-hmm. And it uses the API to display the Mautic plugins inside Mautic administration directly, with all the information that packages provides, some stats about downloads, about stars, so the users can directly see how popular it is. And there already is an install button, so they don't have to download anything and upload it somewhere. So with one button, they can install the plugin. The problem there is that it uses Composer to do the installation and download, which is not a problem for developers or the users. The problem is that it's slow, so it takes like a minute to download and install the plugin. And that brings us directly to the other level, to the underlying infrastructure that it takes to install stuff, right? And if I get it right, there's breaking changes required to
really speed that up, to have a change or a more advanced install mechanism that has proper dependency management, etc. So sorry for everyone who is not too technical. This is a little bit geeky, but it's just going to be 1 minute, so stay with us for a second. So Composer takes care of all the dependencies, so that's not a problem. The problem for the UI part is that it's slow. It's slower than the default time limit, so that's problematic. I understand that to really bring that on a new level implies breaking changes. So either we have workarounds, or we need to wait for Mautic 4. Would that be the bottom line? There are really no breaking changes. The way I try to solve it is to warn the user that like Mautic can see what the time limit of the HTTP request is, and it can estimate how long the installation will take. So if the installation will take more than the time limit is, it would fail in the middle and it would be in an unknown state. It will probably break Mautic. So so I won't let users install such plugins if the time limit is too low, and instead provide an information how to either increase it so they could install the plugins, or give them a copy-paste command to install it via command line. Yeah, cool. That sounds to me like a typical workaround before we actually get to a speed level that doesn't bring any problem with it. And if that would be available for Mautic 3, maybe as an installable plugin or whatever, I don't know, or PR. I'm not sure it's going to be core, but that doesn't matter really. But the bottom line is there is already like a proof of concept there that achieves this goal, and it's a very important first step towards the actual marketplace on a higher level, and it's already helpful. We had a discussion last time whether it's a good thing to allow everyone to install what they like, especially in a hosted environment. As a SaaS provider, I wouldn't really appreciate that. Do you have any thoughts on that? Yeah, so with the Acquia Mautic Cloud, we have the same problem, right? We cannot let users install anything they can find on the internet for security reasons mostly. And of course, for performance as well. It can take our cloud down if it's not optimized. Sure. So will you go like a whitelist way? Yeah, there will be a configuration. Yes, something like that. There will be a configuration option to disable the UI, so users cannot install anything themselves. But the administrator can still use the command line to install plugins for them. Or as you said, there can be a whitelist. So if the cloud system or whatever how it's put together enables installation of additional PHP files to each cloud instance, then they can create some whitelist and let their users or customers to install only those plugins that are whitelisted. Yeah. Back to the Composer progress. Are you also aiming to make Mautic deployable, like with Jenkins or other CD systems? Or is it not on the Mautic itself? Yeah, it's a complete thing. A complete Mautic installation, including plugin upgrade, for instance. Is it not on the schedule for this step? Yeah. So I started with this question: how to install Mautic with Composer and then keep it up to date with Composer. Yeah. I hit a wall there. A little, so I backed up and I found a way how to install Mautic with Composer. So you just go to your server, paste in one command, and it will install Mautic. In
instead of downloading Modic from somewhere, uploading it, unzipping it, and so on. That's the right direction. So, I like it. So it's So that's described on my blog, which and it's a little bit outdated because since then we moved the Modic itself to packages. So the command itself is way shorter now. I will update the post. So yeah, but it's not optimal. The optimal way would be that Modic itself would be a dependency of a project, not the project itself. Yeah. And it would make the installation of plugins simpler. And that's the way how Composer was meant to work. So the way we will use it in Modic will be somehow banned or hacked, which is never a good solution. But yeah. I don't want to BC break anything with Marketplace. I just want to be accepted by the community and start using it. I think that's the typical way to work with the state of the product that is there and have a demonstration of the value, proof of concept and everything. And then maybe next version, maybe if you go to extreme, redo everything from scratch, but incorporate the breaking changes that are needed on the Modic side to have it the right way. So that would be very typical for new big features, and that's what we're talking about here. I have another. Yeah, definitely. Oh, definitely. Sorry. The Modic folder structure will have to change anyway because of the new Symfony versions. So we will probably adjust that with the future Modic versions. Perfect. Okay. Now that you kicked that off and you already had a good amount of feedback of relevant people, really. Do you have any vision how this project should be carried forward? Is this like a team of its own, or is it a project that you lead and others contribute to yours, or any idea yet? Yeah, so I already had a request from Zdeno Kuzmany that he would like to help with the commerce side of things because he sells his plugins, so it's in his interest. But I want to get the core of it stable because I'm testing things how to do it properly. I rewrote the plugin several times already, so I don't want him to take it as a base and then develop on something that may change later. So yeah, I want to create an MVP, the basic core, and there are other ideas from the feedback I got, like we cannot install plugins through the UI directly. Like the feedback was it should be queued because it takes a long time for a HTTP request, and we cannot let our users to wait there for a minute and stare at the progress bar. So yeah, those are additional steps to take, but as I do it on my own times, and I have two small children, it's hard to find the time to write it. So I want to make the scope as minimal as I can, and then we can improve it. MVP after the perfect approach. Very good. Okay. Before I let you go, I have another thing on my mind, and that is the acquisition of Agile One by Acquia. For those who haven't heard that, Agile One is in the area of artificial intelligence, which is a natural enhancement to marketing automation. So is there a relation? Are you working or are you going to work with the Agile One team? Is there anything you can talk about today? Yes. So there are meetings happening the whole January, basically, about how to integrate Modic, Agile One, and Lyft services together. So yep, some AI and ML capabilities to Modic will come, but that will be a service provided by Agile One, so it won't be part of Modic itself. Okay, but the interface will be part of the open source project of Modic, so it's going to be available for everyone, or maybe?
The paid service? That hasn't been decided yet. I had this exact question at one of the meetings, and they say, why not? There is no reason why not to provide Agile on services to the community. If it's paid service, that might be a business model, and it would be another great plus for Mautic, of course. Cool. I'm very much looking forward to that whenever it's going to come. And but I find it fascinating stuff, and obviously it's a hot topic and maybe even a selling point or marketing bullet point or whatever, but by itself I think it's really interesting stuff. Yes. Good. You already mentioned your blog page on johnlinhart.com. What can people find there, and what other channels should I use to follow you? Yeah, so you can find the projects I'm working on and what I did in the past, what I'm reading. So I put there summaries of what interests me. And you can find me also on Twitter at Jan_Linhart, JAN_Linhart. Mm-hmm. I post there the same thing. Whatever is new with me, it's there. Okay, cool. And one last thing. John Linhart, you have a blog post that explains why internationally you call yourself John Linhart. I'm known in the community as John because it's an English-speaking community, so yeah. I just did my name. Then there's another name that pops up in your contacts that's Escopes or something. Something with CZ probably, but what does that mean? Yeah, that used to be my domain for Czech blog post I wrote about Joomla and where I published all of my modules and plugins and components. But that's already closed. So yeah, it's still my GitHub username. I don't know if I can change it's just it. Legacy. It's not like a secret Colombian. Okay, good, got it. Good. Anything else you want to say to our listeners? No. I'm just glad that you are doing what you are doing. The podcast is amazing. And I'm very, very glad you had the time today. Thank you so much. And I hope we're going to talk again soon. Take care. Yeah, me too. Okay. Bye. Bye-bye. Gut, ich bin mega gespannt, wie schnell das vorangeht. Und es wird sicherlich Schritt für Schritt gehen, aber ich freue mich drauf. Mhm. Gut, was kommt noch auf uns zu? Unser Coming Up. FOSDEM haben wir schon besprochen. In Brüssel kommendes Wochenende. Wer das jetzt hört, rechtzeitig und voll interessiert ist an Open Source. Schnell losfahren. Genau, ist nicht so weit. Und Brüssel ist eine schöne Stadt, immer eine Reise wert. Viel weiter am Horizont gibt es ein Thema, was wir bisher, glaube ich, nicht erwähnt haben. Oder hat Ruth das erzählt im Interview? Ich weiß es nicht. Jedenfalls die Mauticon, die weltweite Mautic-Conference, materialisiert sich gerade. Und zwar für November 2020, also in diesem Jahr. Ja, es wird möglicherweise passieren. Das ist noch lange nicht in Blei gegossen, in Zement gegossen, wie sagt man? Ja, in Zement gegossen. Beton gegossen? Beton. Ja. Und dann im Fluss versenkt oder so. Ja. Aber es ist die sehr ernste Absicht, das dies Jahr hinzubekommen. Gibt es schon einen Ort? Also es wird wohl auf der US-Seite passieren. Oh, okay. Alles klar. Es gab mal die Überlegung, das im Kontext der DrupalCon tatsächlich zu machen in Minneapolis. Mhm. Da wird es jetzt wahrscheinlich einen Community-Sprint geben oder auch also Team-Meetings, weiß ich, diverse Sachen. Es ist immer ganz schön, Dinge zu kombinieren, damit man nicht doppelt reisen muss. Klar. Die Mauticon, da gibt es tatsächlich ein bisschen die Diskussion. Will man es, also was ist das Kriterium? Also gute Erreichbarkeit aus der ganzen Welt ist total wichtig. Mhm. Vernünftige Unterkünfte, vernünftige Location und so muss natürlich auch gewährleistet sein. Und idealerweise auch noch ein Ort, wo es eine relevante Mautic-Community gibt. Ja. So, und da kommen jetzt ein paar Dinge in Frage und wir haben halt gesagt, okay, wir würden es eher nicht in Europa machen dies Jahr, sondern auf der anderen Seite des großen Teiches. Mhm. Ich habe eben schon gesagt, US. Es steht ernsthaft auch zur Debatte, es in Brasilien zu machen. Mhm. Denn auch Brasilien ist ganz gut erreichbar. Es gibt eine gute Community oder eine sehr große Community, wie wir wissen.
Gut erreichbar ist allerdings eher relativ, wenn man auf die Flugzeiten schaut. Ich selber tendiere eher zu USA, fliegt man so, naja, etwas über die Hälfte der Zeit, wie ich nach Sao Paulo oder so brauchen will. Oh, ist doch so viel mehr. Ja, ja. Okay. Ja, wir werden sehen. Das ist, wer Lust hat und Interesse, dahin zu fliegen, der wird das dann hoffentlich sowieso tun. Mhm. Und es wird sicherlich rotieren, es wird nicht immer am gleichen Platz sein. Das heißt, wer dieses Jahr nicht seinen Wunsch erfüllt bekommt, der bekommt ihn vielleicht nächstes Jahr. Ja, und ich bin mir sicher, das war nicht das einzige Mal, dass wir über die Mauticon hier gesprochen haben. Das heißt, du da draußen, ne, sobald es konkretere Termine gibt und Ort und so, hier hörst du es bestimmt. Genau, und ich gebe alles, damit wir hier Rabattgutscheine schauen wir mal. Okay. Gut. Hast du Sachen auf der Liste noch? Nee, eigentlich war es das. Gut, dann war es das wirklich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback, über Kommentare und natürlich Likes und Shares auf allen Kanälen. Genau. Ansonsten würde ich sagen, bis in 14 Tagen, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dann, tschüss. Tschüss.